Bonjour, je suis Sandra Rodríguez López, coordinatrice de francés. Hallo, Anale. My name is Erika Piedra Huerta, Unifindidos coordinator. Hello, my name is María de Los Ángeles Cacique Romero, and I am the English coordinator. J'ai la occasion de vous inviter à nos ateliers que à Euroliceo vous allez avoir l'opportunité, pas uniquement pour nos élèves, mais aussi pour le public en général. In der Euroliceo Schule kennen wir die Wichtigkeit der Fremdsprache. Deshalb unterrichten wir die deutsche Sprache. Did you know that English is the official language of more than 50 countries across the world? Wusstest du, dass die deutsche Sprache in verschiedenen Ländern gesprochen wird? Zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Luxemburg. Mit der deutschen Sprache hast du große Möglichkeiten. Du kannst in Deutschland oder in Österreich studieren, einen Schulaustausch oder eine Sprachreise machen. Wo déjà le français est parlé dans 29 pays dans le monde entier. Par exemple, en Europe, on a la France, évidemment, la Belgique, la Suisse. Et dans l'Afrique, on a le Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, bien des autres que c'est une langue officielle. English is an international language. English is the language of business, entertainment and media. For those reasons, Euroliceo invites you to our online English courses. Ist das nicht wunderbar? In der Euroliceo Schule werden wir unsere Abendsprachkurse von Oktober bis Juni beginnen. Mit zwei Unterrichten pro Woche. In denen du die Sprache durch Spiele, Lieder, Apps und dynamische Aktivitäten lernen willst. We offer English general courses to improve all your abilities and also special conversational courses that will help you to improve your speaking and listening skills. J'espère que soyez nombreux à s'inscrire dans cette cours de français, dans les ateliers de conversation. Je vous attends. Merci beaucoup. Au revoir. Euroliceo invites you to our online English courses to become a global citizen. Join us and see you there. Wir warten auf dich. Dankeschön und auf Wiedersehen.